Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Servus ihr Lieben, es ist Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Ich habe heute, wie angekündigt, einen Gast. Hallo liebe Miriam. Hallo. Das ist die liebe Miriam Winkler. Ich darf voller Stolz verkünden, einer meiner Schülerinnen. Aber unser Weg hat sich schon viel früher gekreuzt. Denn, ich habe schon angekündigt, Miriam hat ein Buch geschrieben für ihren verstorbenen Sohn. Und das war das erste Mal, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Das darf ich hier vielleicht ganz kurz spoilern und verraten, aber ich gehe nicht ins Details. Als du zu ja eigentlich einem Aura-Reading bei mir warst, dass ich dann in den Jenseitskontakt zu deinem wundervollen Sohn Pablo entwickelt hat. Und du hast jetzt, vielmehr letztes Jahr schon, ein Buch für Pablo geschrieben über Pablos Leben. Pablo ist ja für mich ein ganz großer, kleiner, großer, der an mich so viel gelehrt hat, man glaubt es kaum, in meinem Leben, der mir so viele Geschenke gemacht hat durch seine Geschichte, durch das, dass er mich als Medium für eure Familie ausgesucht hat, wo ich ihm sehr dankbar bin, dass er das gemacht hat, dass ich dich kennenlernen durfte, dass ich deinen Mann kennenlernen durfte, so wie ein anderer Teil deiner Familie. Ja. Und er dich zu mir gebracht hat, dass du dich entschieden hast, die Ausbildung bei mir zu machen, weil du für mich da ganz viel Potenzial hast, gerade Jenseitsbereich. Mhm. Ich glaube, wo ein Weg auf dich wartet, möchte gar nicht zu viel spoilern. Weiß nicht, ob du zu dem Buch was sagen möchtest. Ich weiß ja, euer Buch. Ja, wir machen ja einen Podcast zu dem Buch, oder? Ja. Pablos große Reise nennt sich und wir machen den Podcast heute zusammen. Weil morgen am Sonntag hat der große kleine Mann Geburtstag. Mhm. Und an seinem Geburtstag, und das hat er dir, glaube ich, ja immer gesagt, wird sein Buch veröffentlicht. Und das ist so. Was ja auch schon wieder ein kleines Wunder ist, dass das so schnell alles gegangen ist. Ja, der Pablo hat so viel vorgegeben, was das Buch betrifft. Ne? Alles? Alles. Und ich habe es, glaube ich, in meiner Story geschrieben. Dass er ja das Cover ja auch vorgegeben hat. Was ein wunderschönes Bild ist. Ich werde das auf jeden Fall in die Stories reinnehmen, das soziale Netzwerke. Wie das Bild zustande kam, kann man dann in dem Buch nachlesen. Wir wollen nicht zu viel verraten. Aber auch schon das Bild, das Coverbild, ist eine Geschichte aus dem Buch oder gehört zu einer Geschichte aus dem Buch. Mhm. Den Titel hat er vorgegeben und da würde ich gerne was dazu sagen, weil das steht nicht in dem Buch drin. Ich habe das Buch schon vor 2 Jahren geschrieben, zumindest den Text. Und mein Mann war dann in Österreich und wir haben dort ganz liebe Bekannte und die wusste nicht, dass ich das Buch schreibe. Und sie ist dann, hat mein Mann abends besucht und hat gemeint, du sag mal, Ralf, schreibt deine Frau die Miriam ein Buch über Pablo. Und dann war er ganz verdutzt und hat gesagt, ja, woher weißt du das? Das weiß eigentlich niemand. Und dann hat sie gesagt, doch, der Pablo war bei mir. Und die Miriam hat wohl gerade den Buchtitel und das Buchcover ausgesucht und es findet er scheiße. Er möchte ein anderes Cover und er möchte einen anderen Titel. Also ich hatte das vorher anders da benannt und ich hatte auch ein anderes Bild drin. Und so kam eben dann dieses Buchcover zustande. Und er hat diesen Spiegelstrich auch, was man auf dem Buchcover sieht, auf dem Bild, den hat er reingezogen. Also der ist nicht auf dem Originalbild. Wahnsinn. Da habe ich mich dann noch riesig drüber aufgeregt und habe dann gesagt, jetzt, was hat er denn jetzt wieder gemacht? Aber wenn man sich das Cover genau anguckt, spiegeln sich für mich eben diese beiden Welten. Das ist so. Ja. Genau, weil Pablo ist im Jenseits. Habe ich jetzt durch den Kontakt angerissen, dass du bei mir warst. Du bist die Mama von Pablo. Ja.
Und für mich, ich durfte das Buch lesen. Und es war für mich mega berührend zu lesen. Und ich glaube, ich habe dir direkt danach gesagt, dass es für mich das Buch ist, das für mich alles auf den Kopf stellt, im positiven Sinne, weil in diesem Buch von einem Diesseits und einem Jenseits geschrieben wird. Und ihr als Eltern, und da würde ich gerne deinen Mann mit einbeziehen, auch wenn er jetzt nicht vom Mikrofon ist, aber ich durfte ihn schon kennenlernen, ihr mit der Trauer ganz anders umgeht mit eurem Kind, wie ich selten davor erlebt habe oder eigentlich auch gar nicht davor erlebt habe, dass ihr so mit Pablo weiterlebt, weil er ja immer noch bei euch ist und weil ich keine Lieder davon singe, wenn du beim Workshop dabei bist, aber eben die Ausbildungsmodule, er sprengt alles, also Pablo macht, was er will. Ja. Wenn ich sage, wir machen heute keine Jenseitskontakte und Pablo möchte das aber, dann machen wir Jenseitskontakte. Also Pablo ist ja, eine Seele, die weiß, was sie will. Ja. Das darf man so sagen. Und es spiegelt sich eigentlich auch in seinem Leben wieder. Dass er von Anfang an, ich glaube, das spoilert man nicht, ein Junge war, der sehr willensstark war, aber auf ganz liebevolle Art und Weise. Ja. Das hat schon mit seiner Entstehung angefangen, die ich dann auch im Buch beschreibe, es was wird auch alles sehr beschrieben. Intim und persönlich ist, aber es gehört einfach zu seiner Lebensgeschichte dazu und es ist, glaube ich, wichtig, dass man die von Anfang an eben kennt. Und ja, er war von Anfang an sehr, sehr fordernd und willensstark. Ja. Und ist es jetzt aus dem Jenseits immer noch? Das ist so. Ich habe gerade vorhin ja mal erzählt, ich bin irgendwie so ein bisschen die Marionette für ihn, aber ich mache es natürlich auch gern. Er hat das ganze Buch bestimmt. Also du hast ja vorhin auch gesagt, er hat es durch mich durchgegeben und so ist es auch. Ich habe ja immer gesagt, ich hatte in Deutsch nie eine gute Note und wie soll ich jetzt das Buch schreiben? Und ich war dann einfach im Vertrauen zu ihm. Es hat lange gedauert, bis ich angefangen habe, aber als es dann soweit war, war das Buch innerhalb 6 Wochen geschrieben. Wahnsinn, Wahnsinn. Weil das sind, also das sind keine 20 Seiten, liebe Zuhörer, sondern, gut, ich habe jetzt noch eine der ersten Fassungen, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber über 200 Seiten, also. 276 Seiten. Okay. Ja, immer abends in 6 Wochen war der Text eben fertig und Pablo hat mir, ich habe ohne Konzept angefangen, wie ich ja so vieles mache. Das kenne ich schon. Er hat mir das Buch total schlüssig dann zusammengefügt und es ist ein Gesamtpaket. Ich über das Vorwort von einem Medium. Ja. Wo es mich auch austut, also ich war so berührt. Und dann habe ich mir so viel Zeit gelassen, weil ich wirklich habe sowas ja noch nie gemacht, Miriam. Und es ist für mich, ich habe das nicht so leicht genommen, wie ich schon die Dinge in meinem Leben tue, weil das für mich eine ganz ehrenvolle Aufgabe war. Und dann weiß ich noch, irgendwann stand er neben mir und hat gemeint, Annette, es wird Zeit. Und dann habe ich gefragt, wann? Und dann hat er gesagt, heute. Dann bin ich mit Pablo spazieren gegangen in den Wald, bin zurück, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe in seinem Namen das Vorwort mit ihm geschrieben. Ja, das war, glaube ich, im Oktober. Also das Vorwort war das letzte Puzzle für dieses Buch. Ja, ich war. Ja, und das war, glaube ich, im Oktober letztes Jahr. Genau. Und dann war ich ja immer noch nicht so weit, um das Buch zu veröffentlichen, weil es, wie gesagt, ja auch stellenweise sehr sehr ins Detail geht und sehr persönlich und privat ist und auch sehr viel von meiner Familiengeschichte eben drin ist und ich wollte es nicht veröffentlichen. Aber Pablo hat mir so in den Hintern getreten, dass das Buch rausgeht. Und dann hatte ich mit dem Deal gemacht und habe so gesagt, okay, dann nennen wir den Verlag. Das war dann schon im neuen Jahr. Nach Silvester habe ich gesagt, okay, du nennst mir den Verlag, dann schicke ich das Buch dahin, aber ich mache mir keinen Kopf und schicke das an 10, 20 Verlage und mit riesen Exposés. Und dann hat er gesagt, nein, er wird mir nicht den Verlag nennen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann wird es nicht veröffentlicht. Also so reden wir heute immer noch. Erinnert schon ein bisschen an Gibi, ne? Wir machen da immer Witze drüber. Ja.
Und tatsächlich, ich glaube, die Geschichte kennst du auch noch nicht, hat er dann 2 Wochen später, hatte ich mich für das Thema Astralreisen interessiert und habe dann auch ein persönliches Gespräch geführt. Und darüber bin ich auf mein Buch zu sprecher eben gekommen. Ich halte es jetzt einfach kurz, weil er hat selber ein Buch veröffentlicht gehabt über Amazon und ich habe da eben nachgefragt, wie das da funktioniert. Und er hat gemeint, er muss mich mit jemandem in Kontakt bringen, die hat auch ein Kind verloren. Er weiß nicht warum, aber er kriegt es gerade so penetrant rein. Ja, heute weiß ich schon, wer das war. Und ich habe 10 Minuten später Kontakt gehabt. Das ist die liebe Annika Scheller. Und in dem Gespräch mit ihr kam mir immer wieder der Pablo rein. Die hat ein Buch veröffentlicht und genau das wird dein Verlag sein. Oh, danke, Und Annika. also Pablo hat mir das reingegeben, ne? Die liebe Annika hat auch ein Buch über ihre Tochter veröffentlicht, die in der geistigen Welt ist. Und Pablo hat gemeint, Mama, das ist der Verlag. Da schickst du das Manuskript hin. Und sie hat mir dann die Kontaktdaten gegeben und ich habe das Manuskript hingeschickt. Und 2 Wochen später habe ich die Zusage bekommen. Voll schön. Er hat ja eh alles geführt, ne? Dass du dann jemand da war, der das Buch Gege gelesen hat. Es wurde ja immer alles geführt. Das fand ich so spannend, ne? Also mega schön. Ja, sucht sich die Leute ganz genau Ja. aus. Eine liebe Kollegin hat das Buch dann ja noch mal Korrektur gelesen. Genau. Und eine andere liebe Kollegin hat dann die Buchrückseite schreiben dürfen und die Autorenbeschreibung. Also ich finde es echt faszinierend, wie er immer genau die richtigen Leute dann eben in mein Leben bringt. Es ist so Ja. mega schön. Ich habe vorhin, wir haben vorhin noch ein bisschen geklönt, sagt mein Mordnader, geschnackt, gebabbelt in die Kurpals. Da habe ich schon zu dir gesagt, für mich als Medium, und ich glaube, ich spoilere da nicht so viel, wenn ich das jetzt kurz sage, ist es eines der größten Geschenke, die ich vom lieben Gott bekommen habe, durch euch, durch dich, Miriam, durch Pablo, weil es tatsächlich so ist, dass ich wusste damals, dass du den Kontakt, den ich dann letztendlich vom Aura-Reading zum Jenseitskontakt gegeben habe, aufgenommen habe. Aber das macht fast jeder, der bei mir ist. Und du hast dir wirklich die Mühe gemacht, zwei Kontakte sind es, glaube ich, von mir abzutippen, weil noch jemand da war. Spoiler mal jetzt gar nicht so viel, wo ich gar nicht wusste, dass die auch zu Pablo gehören. Und es war für mich, oder ist für mich eines der größten Geschenke von einem Mensch, also von Pablo, sein Leben lesen zu dürfen und dann meine Jenseitskontakte, die ich immer nach der Sitzung immer wieder vergesse. Pablo kann man nicht vergessen, das ist so, aber alle Details zu merken, wäre viel. Und dann lesen zu dürfen, wie detailgenau das alles war, das hat mir ganz große Heilung geschenkt. Da kriege ich heute noch Tränen in die Augen, weil das mich echt extrem berührt hat. Da kann ich euch nur Danke sagen. Vielleicht da als Auflösung, warum jetzt heute wir mit Pink Spirit Talk beginnen, das Buch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist das, was ich meine, wo ganz viele Leser innere Leichtigkeit vom Leben in der Pablo ins Jenseits geführt werden und auch in das Thema Leben nach dem Tod. Ja, Genau. ja. Für dich und deinen Mann, ich glaube, der Spoiler, ich hoffe, ich spoilere nicht, wenn nicht, schneide ich es doch raus. Für euch stand es, glaube ich, nie zur Debatte, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Zumindest liest, habe ich es nicht im Buch gelesen, dass es da eine Frage gab. Also im Nachgang kam er bei mir dann schon wieder ein paar Themen, wo, also nach Pablo gegangen ist und ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, kamen dann schon Erinnerungen hoch. 1, 2, 3 aus meiner Kindheit oder Jugendzeit, die ich aber auch schön brav verdrängt hat, ja, wie es ja viele so gern machen. Und Pablo ist mein größter Lebenslehrer, auch was das Thema Jenseits betrifft. Ich sage immer so schön, er hat mich auseinanderbrechen lassen mit dem Verlust, mit dem Tod. Und aber zeitgleich hat er mich geformt und mir eine neue Welt eröffnet und gezeigt, wo ich echt mega dankbar bin, das so erleben und erfahren zu dürfen. Ja. Auch wenn er heute als immer noch anstrengend ist.
Ich liebe das Kind, obwohl ich es nie im Diesseits habe kennenlernen dürfen, aber anstrengend, deswegen sage ich es gleich dazu. Ich liebe dieses Kind, weil er trotzdem so eine charmante Art und Weise macht und ich darf so immer so ein bisschen deinen Weg mitverfolgen und mitbekleide. Und ich darf da auch so viel mit dazulernen, was dieses Kind bewegt, wie sehr er euch führt, wie er immer noch so präsent in der Familie ist. Und da kann man wirklich Familie sagen, nicht nur bei dir und deinem Mann, sondern auch beim Rest der Familie. Und für mich ist das immer wieder faszinierend. Hier bei mir immer wieder auftaucht, selbst wenn ich in der Schweiz einen Workshop gebe mit dem Witcher-Bot, kommt Pablo durch. Ja. Also es ist wirklich mega faszinierend mit dem Junge, was man alles erleben darf und erleben darf mit ihm. Ja, das teilweise war es für mich so, ne, dass es fast schon an Überforderung gegrenzt hat. Kann weil ich verstehen. Musste er hat Temperament. Und ihm kann es nicht schnell genug gehen, genauso wie dem Buch ja auch. Es muss immer alles sehr, sehr schnell, wenn er eine neue Idee hat. Ja, auf jeden Fall war das mein Beginn und mein Start zu dem Thema das Leben nach dem Tod. Und auch, dass ich mal grundsätzlich mir die Frage gestellt habe, wo komme ich überhaupt her? Wer bin ich überhaupt? Was passiert mit der Seele nach dem Tod? Ja, und die Frage mich eigentlich heute noch beschäftigt. Eher die Frage jetzt, okay, welche Seeleaufgaben habe ich mir für das Leben vorgenommen? Ja. Was kommt da noch? Ja. Ja, weil bei euch, wenn man da jetzt auf die Theorie und bei dir darf ich das machen, Ebene geht, ist es halt so offensichtlich, das Thema Lebensplan, wie ihr zusammen euch verabredet habt und wie dieser Plan auch nach, ne, nachdem Pablo die Seite gewechselt hat, fortgeführt wird. Weil für mich ist da immer, und das habe ich dir ja immer gesagt, so eine ganz große Aufgabe, eben das Thema Leben nach dem Tod, aber hier im speziellen Tod von einem Kind. Und viele Eltern zerbrechen daran ja auch, was für mich auch jetzt, ich bin in diesem Leben keine Mama oder nur Tante, liebevolle Tante, aber Mama für viele Kinder aus dem Jenseits oder Sprecher für viele Kinder aus dem Jenseits. Und ich glaube, dass das Buch ganz viel Heilung für Eltern bringen kann oder die Option da ist oder auch das Ganze mit einem anderen Blickwinkel. Wie meine ich das jetzt? Ich denke vielleicht manche Mamis oder Papis, die den Podcast hören. Ich weiß, dass einige Sternekindereltern oder Eltern, die Kinder in welchem Alter auch verloren haben, den Podcast hören, einfach zu lesen, mit dem Kind weiterzuleben und trotzdem in dem Bewusstsein, es hat die Seite gewechselt. Ja. Und das macht ihr zwei halt so wunderschön und es kommt in dem Buch auch rüber, auch mit eurem Schmerz und das Ganze, was dazu natürlich, was nicht weg war bei euch, aber auch heute, ich darf ja heute noch erleben und mit euch spreche und einfach zu sehen, wie Pablo immer noch ein Teil eurer Familie ist. Und das, was ich ja immer versuchte, Hörer vom Pink Spirit Talk oder in meiner Arbeit als Medium mitzugeben, sie sind immer noch bei euch, sie haben in Anführungszeichen nur die Seite gewechselt. Ja, mittlerweile sage ich, ja, sie sind ja um uns herum. Ja. Genau. Er ist ja nicht irgendwo oben im Himmel, was man ja immer so gern sagt. Genau. Ne? Oder irgendwo auf der Seite. Nee, er ist ja direkt, er lebt ja mit. Und also von daher darf ich aber, wenn ich jetzt nochmal zu dem Thema Schmerz reingehe, ich möchte auch nicht, dass es so rüberkommt, ja, das geht alles mit Leichtigkeit und purer Freude. Auch bei uns gibt es Tage, wo der Schmerz einfach gesehen und gefühlt werden will, ne? Wie jetzt, wir hatten jetzt ja Dreijähriges, hatte ich vorhin kurz erwähnt, und da sind wir ganz bewusst in den Schmerz reingegangen und weil wir ihn auch nicht wegdrücken wollen. Und das ist ja mega wichtig. Das ist auch anders, dass du es ansprichst, ja. Sind wir auch verwaiste Eltern und trauern natürlich um den Körper, den wir ja auch nicht mehr haben, um ihn einfach mal in den Arm nehmen zu können. Und auf der anderen Seite leben wir aber mit ihm und werden am Sonntag auch wieder seinen Geburtstag feiern. Also das ist echt ein Ritual, da kommt die ganze Familie zusammen und es wird auch extra, also es wird Kuchen gebacken, auch mit seinem Namen drauf und mit Kerzen und ja, wir lassen immer Luftballons steigen an seinem Geburtstag mit Botschaften an ihn. Das machen wir jetzt dann schon, wie gesagt, jeden Geburtstag, wo er jetzt eben gewechselt hat. Ja. Und am Sonntag dürfen wir ja dann seine Buchveröffentlichung ja auch mitfeiern.
Wahnsinn, doppelt Schwankt immer grundsicher. so zwischen meinem Buch, ja, und dann, ja, nee, ist ja Pablos Buch. Ist euer Buch, würde ich schon sagen. Ja. Es ist ja extrem wichtig mit dem Schmerz, was du angesprochen hast, dass das ist so. Und ich als Medium sage immer, wenn bei mir ein lieber Mensch geht, trauere ich genauso wie jeder andere, weil ja, sie sind noch bei uns und trotzdem ist eine Veränderung da. Ich kann die Person nicht mehr in den Arm nehmen, sind einfach, ist nicht mehr alles möglich. Und was ich bei dir mega spannend fand zu beobachten und auch schön, ich als Medium finde solche Dinge auch immer schön. Ich durfte dich ja in manche Gruppe begleiten, ob es jetzt Workshop ist oder an der Ausbildungsgruppe. Und bei dir fand ich es immer mega spannend und da lache ich und das spricht einfach für dich. Du hast dich nie in die Mitleidsnummer drücken lassen. So oft habe die Menschen dich versucht, in eine Mitleidsnummer zu drücken. Und ne, Ja. ich sage jetzt mal ganz provokant, ich weiß bei dir da, wie es die, die das Kind verloren hat, wo du Ja. immer dich gewehrt hast und gekämpft hast. Und das finde ich bei dir so faszinierend, wie du dann dastehst und sagst, ja, ich habe mein Kind verloren, aber ich habe es auch nicht verloren. Finde jetzt kein Ja. besserer Satz. Ja. Und das fand ich bei dir immer so toll, wie du da dich gewehrt hast, dich zu reduzieren. Oder für mich war es dann wirklich, ich habe das von außen dann beobachtet. Bei mir war das, bevor ich dir begegnet durfte, auch nicht so bewusst, wie sehr man als Mama oder Papa, wo Kind verloren hat, dann auf das reduziert wird. Ja, und auch ganz viele Berührungsängste da sind, ne? Ja. Wie du gesagt hast, oh, guck mal, das ist die ein Kind Genau. verloren hat. Viele ja auch heute noch nicht mit uns umgehen können und dann lieber die Straßenseite wechseln, anstelle Genau. die direkte Konfrontation eben, die direkte Begegnung. Aber wir haben es ja von Anfang an anders gemacht und ich habe immer gesagt, ja, ich habe mein Kind verloren und ja, das tut weh und es ist unvorstellbar, wenn man eben Kinder hat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe es umgedreht und habe gesagt, ich bin so dankbar, dass ich ihn 8 Jahre begleiten durfte. Und jetzt bin ich noch viel dankbarer, eben das, was er mir alles eröffnet, ja, welche Welt er mir zeigt. Das hätte ich, ich habe, ich glaube, es kam mal irgendwann mal so raus. Ich habe so, mein Leben wurde gelebt und ich habe mein Leben so ruhig gelebt, ja. Aber es hat jetzt erst richtig angefangen, seitdem Pablo auf der anderen Seite ist und mir die große, weite Welt zeigt. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Also ich darf es von außen immer beobachten. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Aber natürlich, wenn es ein tragischer Hintergrund hat, aber es ist so schön, dich wachsen zu sehen, wie du immer mehr die Welt auf eine andere Art und Weise entdeckst. Wie so ein, ja, nett Kind, weil du bist ja erwachsen, die Frau, aber trotzdem mit Leichtigkeit die Dinge entdeckst. Und das finde ich immer spannend bei dir zu beobachten. Ja, deswegen, und ja, das kann ich von ganz vielen Eltern sagen, die bei mir in Sitzungen waren, dass es fast so schlimm wie der Verlust des Kindes ist, wie die Menschen mit einem umgehen. Oder dass das Kind dann totgeschwiegen wird, wo dann die Menschen nicht verletzen wollen. Und ich glaube eben, und ich habe jetzt nochmal ausgeholt, sorry, Miriam, weil ich genau da der Kern da eures Buches sehe, was wie immer deins, und dann steht Pablo da, eures Buches sehe, weil du so viel Heilung für die Menschheit und vor allem für nicht nur für die Eltern von verstorbenen Kindern, sondern für die Mitmenschen, wo man einfach mal ein Buch lesen darf, wo die Wahrheit drin steht und vielleicht da Impulse gibt, wie kann ich zukünftig damit umgehen. Also mein größter Wunsch ist es, dass ja, ich will keinen missionieren und keinen von der geistigen Welt überzeugen und ich glaube, Pablo will es auch nicht. Aber mein Wunsch ist eben, dass da eben, wie du sagst, Heilung fließen darf und doch der ein oder andere so ein bisschen den Blickwinkel mal oder den Vorhang mal bis die Seite schiebt und mal ein bisschen dahinter guckt, ja. Auch wenn das vielleicht im Außen nie zugeben würde, ne? Aber das muss man auch nicht. Ich Nee. habe ganz viele Menschen, die kommen, da darf man gar nicht wissen, dass sie kommen unter falschem Namen. Das ist auch für mich völlig, weil es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, dass es jemand zulässt. Und wenn das eben da, das ist geheim, dann ist das völlig in Ordnung. Aber das ist halt das, was ich an dem Buch so toll finde. Ich finde es allgemein toll. Aber wie ihr das ja, wie soll ich das sagen, von der Reihenfolge wirklich das Leben
Und dann das zweite Leben, das Leben nach dem Tod und dann nochmal unermantelt, ist jetzt doof für mich, dass ich sage, aber mit Jenseitskontakte, wo man doch mal sehen kann, okay, es ist wohl doch eine Option dafür, Leben nach dem Tod, wo ganz viel bei oder Bestätigungen drin sind. Und ich glaube, das gibt für Menschen, die vielleicht noch zweifeln oder sich noch nicht so trauen, vielleicht so ein bisschen Ruhe oder Erheilung, so letztendlich Ja. mit dem Thema umzugehen. Und vielleicht nimmt es einem ein oder anderen so die Angst, zu einem Jenseitskontakt zu gehen, ne? Weil ich Genau. kenne auch ganz viele, die sagen, boah, würde mich schon auch mal interessieren, aber trotzdem dann irgendwo eine Angst oder eine Hemmschwelle da ist. Was passiert da? Was kommt da auf mich Ja. zu? Ist es nicht alles verrückt? Und so haben sie einfach einen Einblick, was da eben in einem Jenseitskontakt bei einem guten Medium passieren darf. Dankeschön. Das durfte ich da wirklich erkennen, ohne überheblich. Ich habe wieder immer noch, das ist noch meine Lernaufgabe 2022. Aber das ist auch so, das kann ich bestätigen. Jeder, der zu mir zum Jenseitskontakt kommt, das erste Mal ist mega aufgeregt, ist immer noch Angst dabei, definitiv. Und das ist das, was du sagst, was ein gutes Medium oder ausgebildetes Medium ausmacht, aber mit demjenigen, der kommt, umzugehen und erstmal aufzufangen und sage es, okay. Ja. Ich wäre genauso aufgeregt und hätte vielleicht auch Angst. Und bei mir darf man immer erleben, dass es so ein Jenseitskontakt auch mit Leichtigkeit verbunden sein darf. Und man darf in so einem Kontakt lachen und weinen, weil das gehört für mich beides dazu, weil die Verstorbenen haben mir zur Lebzeit auch gelacht und manchmal Ja, geweint. das kann ich bestätigen. Da dürfen alle Emotionen fließen. Das ist so, weil es kann auch passieren, dass ich lache in einem Jenseitskontakt. Ja. Aber niemand auslacht, sondern weil ich halt die Leichtigkeit erleben darf. Und das mag sich jetzt makaber anhören und dafür entschuldige ich mich schon im Vorfeld, aber Kinder in einem Jenseitskontakt sind das Leichteste, was man erleben kann. Es war das Schlimmste für Eltern, was passieren kann. Deswegen muss ich jetzt gucken, wie ich es formuliere. Aber Kinder sind am Jenseits Leichtigkeit pur. Und Kinder vermitteln so leicht und einfach die Facts und die Dinge, die ich den Eltern weitergeben darf. Also es geht nichts leichter. Und deswegen macht mir das immer so Freude. Das hört sich jetzt doof an, ne? Aber wenn ich mit dem verstorbenen Kind arbeiten darf, auch wenn natürlich das Schicksal schwer ist und ich es gerne anders da hätte für die Eltern. Klar. Muss immer gucken, wie man es formuliert im Ja, Podcast, ne? Ist immer schwierig, aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß oder mir schon lange genug zuhört, wie ich es meine. Wenn ich könnte, würde ich alle Kinder, würde ich die ganze Welt retten. Das kann ich nicht. Und in manche Lebenspläne steht einfach, dass man früher von dieser Welt geht und dann ist so ein Jenseitskontakt einfach heilsam und für mich dann immer mega schön, wenn ich so die Verbindung oder die Brücke herstellen kann. Und mit Kindern einfacher, wie manchmal wie Erwachsene verstorbene. Punkt. Ich hoffe, ich habe jetzt die Kurve wieder kriegen. Ja, und dann ist ja noch das Kapitel Nachtodzeichen drin, weil ich war vor Genau. kurzem bei einem Ärztekongress und wenn man dann mit der geistigen Welt anfängt, ja, als verwaiste Mama wird ja dann sofort abgestempelt mit, die hat irgendwelche Psychosen, ja, und Genau. so auf die Art, die greift jetzt nach jedem Strohhalm und bildet sich das alles ein. Und ich hoffe, dass ich mit dem einen oder anderen Bild, was ich bei den Nachtodzeichen mit dazu habe, doch vielleicht auch der größte Kritiker sagt, okay, das kann sich ihren Hirn doch nicht nur einbilden. Ja. Ja. Und da ist Pablo wirklich ein Meister drin. Das muss man sagen. Ja. Deswegen, ich kann das sagen, das Buch ist für mich rundum wirklich die Reise, also Pablos große Reise, das steht da wieder neben mir. Das Wort groß ist ganz wichtig, große Reise, die für mich auch noch nicht aufgehört hat, sondern immer weitergehen wird, aber wirklich vom Diesseits in Jenseits und es wirklich mit so viel Liebe geschrieben ist, da kommt, ja, alles, was ich als Medium in der Theorie versuche, den Menschen mitzugeben oder in meinem Podcast, ist in diese 200, über 200 Seiten aufgeschrieben und man kann die Reise mit euch mitgehen. Man hat selber in der Hand, wie man die Reise geht, ob man sie am Stück liest. Ich habe es am Stück durchgelesen. Ob man's, das Buch ist, macht echt alles möglich. Und ich kann es nur jedem wirklich empfehlen, egal Mama, Papa, Oma, Opa, egal wer, wirklich, weil es so das Leben nach dem Tod zeigt, zeige ich jetzt halt als Medium, gibt es für mich kein besseres Buch. Und
wird er für meine zukünftige Schülerpflichtlektüre sein, weil es einfach, man kann es nicht besser beschreiben, Miriam, mit so viel Herz. Ja. Danke. Ich bin immer noch berührt und ich habe es, glaube ich, vor einem Jahr lesen dürfen oder so. Ja, vor einem Jahr. Ja. Mhm. Als mich damals hat mir Miriam an einem Ausbildungswochenende in Anführungszeichen gebeichtet, dass sie Buch geschrieben hat, was so ein freier Mensch, aber dass ich im Buch vorkomme, ich wusste das ja nicht und habe mir das Buch an dem Wochenende geschenkt und neugierig wie ich bin, habe ich erst mal vorgeblättert sonntagsabends zu deinen Kontakten und durfte das lesen und saß dann weinend auf meinem Balkon, weil ich so berührt war. Und dann habe ich das Buch natürlich von vorne nach hinten gelesen, war noch mehr berührt, weil ich dann nochmal die ganzen Zusammenhänge verstanden habe, die ich da wahrgenommen habe. Also so soll es auch sein, ja. Man soll nicht neugierig sein und vorblättern. Nein, es war dem geschuldet, dass ich natürlich noch nie die Möglichkeit hatte, den Kontakt von mir zu lesen. Ja, da ist das Ego mit mir mal durchgerannt. Also Pablo meint aber, man kann natürlich in die Einzelkapitel reinspringen, ne? Weil das Thema Organspende wird ja da auch beschrieben. Und ja, man kann da schon springen, wie man möchte, aber es macht Sinn, wenn man es eben von vorne anfängt. Auf jeden Fall, das lege ich auch jedem ans Herz. Bei mir war das jetzt dann die Ausnahme, weil ich kannte ja eure Geschichte schon aus den Jenseitskontakten und ich war halt neugierig, was ich damals alles erzählt habe. Ich bin ehrlich. Aber ich muss sagen, als ich das Buch dann von vorne bis hinten, und es ging dann auch ziemlich schnell, was noch umso berührender. Also das kann ich schon sagen, weil ich dann erstmal wirklich vor Auge kalt gekriegt habe auf den Pablo, der dann neben mir stand und gesagt hat, ich habe doch gesagt, von Anfang an lese nicht mit drin, weil ich dann nochmal selber einfach sehen durfte, wie viele Dinge in dem Jenseitskontakt vorkam, aber auch mit deinen Bildern, die Zeichen, die du nachbekommen hast, das ganze Ding ist einfach rund. Das Buch ist rund, ich kann es nicht anders das sagen. Der Hund muss ja so sein und stellt mir einen Fußball hin. Mehr sage ich aber dazu nicht, es findet ihr alle Lösungen im Buch. Ja, genau. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Der lachte an über mir, aber es hat gemeint, Fußball soll ich noch sagen und dann die Fresse halte. Er weiß, dass mir das schwerfällt, aber auch das kann ich. Mhm. Ja, ganz rund hat er es dann ja noch gemacht. Ne? Ich sage immer, okay, wer das Inhaltsverzeichnis liest, da ist ein Vorwort von einem Medium drin, ein Nachwort von einem Pfarrer. Wie passt denn das zusammen? Aber auch Pablo hat es geschafft, einen Pfarrer völlig von dem Leben nach Tod zu überzeugen, was auch so im Nachwort dann auch eben nochmal drinsteht. Ja. Aber auch im Buch beinhaltet ist und das, ich glaube, ich mache es nochmal interessanter, das ist nicht spoilern, aber es ein Pfarrer ist, den ich gern klone würde für die Welt, weil er selbst davon predigt mittlerweile. Und deswegen mein ganz großes Kompliment und vor diesem Mann ziehe ich immer meinen Hut. Ja. Und das ist das, was ich immer sage, in jedem Bereich wird im Moment von der geistigen Welt Lichtarbeiter hingesetzt, weil es soll in jeder Branche und überall, es wird überall gebraucht. Das heißt jetzt einen Verlag, Vereine, die dafür offen sind, Ärztekongress, es wird überall im Moment gesetzt und es ist spannend und ich bin mega gespannt, was passiert. Weil ich auch. Es wird wohl groß, so wie Pablo mir immer sagt. Mhm. Schauen wir mal. Wo kann man das Buch kaufen, Miriam? Gut, das Buch kann man bei Amazon kaufen. Genau. Man wird es dann jetzt auch, wenn die erste Bestellung mal weg sind, weil ich bin wirklich überrannt worden. Ich hätte nie damit gedacht, also die ersten 150 Bücher waren, glaube ich, schon in 2-3 Stunden weg. Wahnsinn, das war echt und Wahnsinn. Ich bin mit Bestellungen, Aufschreibe gar nicht mehr hinterhergekommen, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich bin ja schon längst über die 150. Ich muss jetzt mal die Reißleine ziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Bücher überhaupt vorordern kann. Und ich habe das alles mit dem Verlag dann gar nicht besprochen gehabt. Also man wird es auf jeden Fall beim Verlag bestellen können. Das ist aber allerdings ein Verlag in Österreich, was für die Österreicher sehr gut ist. Man wird es bei jedem Buchhändler bestellen können. Bei Amazon kann man es bestellen. Und
Wenn man mir direkt dann schreibt, wenn der erste große Schwung jetzt mal weg ist, dann kann man es auch bei mir bestellen. Ich werde es auch in meiner Praxis auf jeden Fall. Ich habe schon mal einen Schwung vorbestellt, mir abkaufe. Also ich werde damit kein Geschäft machen. Liebes Finanzamt, falls ihr meinen Podcast hört, ich gebe es nur weiter für den gleichen Preis. Also man wird es bei mir in der Praxis auf jeden Fall erwerben können. Oder wenn man mich anschreibt, kann ich da immer einen Kontakt herstellen. Ansonsten wirklich, wenn ihr bei Amazon eingebt, Paar plus große Reise, dann seht ihr schon das, ihr seht ihr nicht, was ich. Okay, wo ich drauf gucke, aber ich nehme es nochmal anders rein in Stories oder so. Wenn ihr Paar plus große Reise angibt, könnt ihr es jetzt schon vorbestellen, also für mich am Sonntag. Einen Tag später ist es ja dann eh öffentlich und dann geht auch in die Schweiz zu schicken, weil ich nämlich eure Freundin die Schweiz schicken lasse über Amazon. Also an alle Schweizer, ihr könnt dieses Buch auch bei Amazon bestellen und die Österreicher auch. Luxemburg hört noch oft zu, Belgien, auch ihr müsstet über Amazon das Buch bestellen können. Ja. 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 Gut, und Österreich hat ja eh den Verlag vor Ort, von daher. Also Pablo sagt ja immer wieder, es stand einmal kurz unter in einer Story oder so kurz drin. Es ist ein Bestseller. Ich habe es mich jetzt nicht getraut zu sagen. Ich genau, weil ich schmunzel ja immer und nehme das ja noch ein bisschen lustig. Und ich denke, es ist wieder ein Scherz von ihm, weil er scherzt ja gern und er treibt ja gern Schabernack. Aber Gibi sagt es auch. Pablo möchte einen Bestseller und er möchte ins Kino und seinen Film dort Oh sehen. mein Gott, ich brauche jetzt schon einen Personal Trainer. Also das ist die Wunschvorstellung von Pablo. Jetzt ist der Verlag, aber er hat sich einen ganz kleinen Verlag ausgesucht. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, was mit dem Verlag passieren darf. Wie gesagt, weil es ist ein ganz, ganz, ganz kleiner, den er da eben für sein Buch, für seine große Reise ausgesucht hat. Und vielleicht wird es auch die Reise vom Verlag werden. Gerade sage, war gerade so mein Gedanke, darf er ein großer Verlag werden und ich brauche ja auch irgendwann mal einen Verlag für mein Buch. Deswegen ist das super, Miriam. Ja. Weil das ist das nächste, was kommt, das kann man jetzt auch schon sagen. Ich habe jetzt schon die erste Anschreibe oder ne, nachdem man das mit deinem Buch und ich das in den Stories, ja, jetzt wird ja mein Buch dazu fehlen. Also Ja. Pablo schafft es dann, über Gibi noch oder mit Gibi Druck aufzubauen. Und das Kartenset und Genau. Jetzt ab 1.7. habe ich viel Zeit. Dann werde ich das alles nochmal forcieren. Gut. Ja. Ich könnte immer stundenlang mit dir plaudern, das weiß ich. Aber ich glaube, es würde jetzt die Gefahr bestehen, dass ich doch noch spoilere und es möchte nicht, dass Pablo auf mich sauer ist. Habe ich hier gar keinen Ruhm mehr, lieber Gibi. Ich sage einfach wirklich nochmal Danke an dich und an Pablo. Also an Pablo, danke, dass du mich als dein Medium ausgesucht hast. Danke, Miriam, dass du die Geschichte aufgeschrieben hast und dir wirklich die Mühe gemacht hast, an meine Kontakte abzutippen. Danke an euch für das Potenzial, das das Buch hat. Am Namen der geistigen Welt soll ich jetzt von Gibi sagen, von Peruana, wie viel Heilpotenzial das Buch in diese Welt bringt. Ja. Das lag mir jetzt noch im Herzen. Und danke, dass ich das Vorwort schreiben durfte. Es war mir eine riesengroße pinke Ehre. Wir haben zu danken. Also meine Familie, Pablo und ich. Und ich soll jetzt von Pablo noch den Hammer-Opa über den Podcast grüßen. Das wäre ganz wichtig. Sonst hätte er ein Problem und ich ein Problem. Also, lieber Hammer-Opa, es bleibt an, Insider. Ja. Du bist jetzt hier über den Podcast gegrüßt. Muss jetzt Ja. sein, müssen jetzt die Hörer durch, sind Insider, aber er wird sich freuen. Und ich soll Erfreut. noch sagen, sorry Miriam, aber es muss über den Podcast raus, es muss ja alles größer werden. Seit ich den Gryffalo, sagt man das richtig, in deiner Story Ja. gesehen habe, steht er neben mir und er sagt, jetzt ist der Moment gekommen, Annette, lieber Hammer-Opa, danke für dieses tolle, tolle Geschenk, soll ich noch sagen. Und es muss über den Podcast sein, es tut mir leid, Miriam. Dass es jeder hört. Ja, herzlichen Dank. Es muss ja groß sein immer, ne? Er sagt zu mir,
Einfach, dass die Hörer auch seinen Humor mitkriegen. Annette, du hast ja noch nicht ins Fernsehen geschafft, deswegen musst du das erst mal im Podcast. Aber es genügt ihm. Und so ist Pablo, ich liebe ihn dafür. Ja. Ja. Da können wir stundenlang Stories erzählen über ihn. Die Woche hat er mich ja auch in den Wahnsinn getrieben. Ich wurde angeschrieben, ob ich Depressionen hätte. Okay. Ich habe es erst gar nicht verstanden. Ja, der eine oder andere wird es gesehen haben. Er hat dann einfach meine Story mal kurz abgeändert und hat einen großen schwarzen Aufkleber über frohe Ostern geklebt. Ja. Ich habe mich auch noch gewundert, aber ich dachte, das ist ein Insider, den ich nicht verstehe. Mein Geistführer hat mich dann abends darauf hingewiesen in der Meditation, ich sollte mir mal die Story angucken, da hätte sich mal wieder jemanden einen Scherz erlaubt. Also zur Erklärung, du hattest ein Bild von einem Ei, wo eigentlich frohe Ostern draufsteht und das frohe hat er mit dem schwarzen Ball, also so wie so ein Pornobalge, man kann es nicht anders das sagen, ja. Übertüncht und hat nur noch das Ostern gelesen. Ja. Genau. Ja, und so kenne ich die geistige Welt und das meine ich mit der Leichtigkeit. Man regt sich zwar im ersten Moment auf, aber dann muss man immer wieder lachen. Und es sind dann halt diese Erinnerungen, an die man immer sich erinnert und so schaffe, weil, das ist geil, weil im April ist ja die Challenge für Erinnerungen zu sammeln bei Pink Spirit und so sammelt man auch noch mit verstorbenen Erinnerungen. Und das ist mega schön. Miriam, ich sage danke. Danke auch, dass Pink Spirit Talk somit an der Veröffentlichung eures Buches beteiligt ist. Danke. Bring's raus in die Welt, es wird gebraucht. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Heute. Es war mir eine Ehre. Und jetzt bestellen, bestellen, bestellen. Bestseller für Pablo, bestellen. Pablos große Reise. Nein, ich bekomme nichts dafür. Es ist eine Herzenssache von mir. Bestell das Buch. Ihr werdet es nicht bereuen. So, Miriam, dann wünsche ich euch morgen Podcast. Wir nehmen es heute zwar am Dienstag auf, aber Podcast wird ja am Samstag ausgestrahlt. Und dann wünsche ich euch morgen dann am Sonntag einen ganz tollen Geburtstag. Ja, danke. Tolle Luftballons und eine tolle Feier für das Buch. Ich werde am Sonntag auch ein Sekt auf euch trinken. Wir stoßen gemeinsam an. Finde ich super. In der Ausbildungsgruppe. Das sowieso. Da kommt er auch immer durch und tritt seiner Mama immer so ein bisschen in den Popo, wenn sie nicht so funktioniert, wie er will. Dann kommt er zu was schöner. Genau. Gut. Okay. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Noch kurz Werbung für mich. Ich habe noch den Workshop 7. 8. Mai, Thema auch Jenseitskontakte in Bammental. Wenn du das bei sein willst, jetzt noch anmelden, www.pink-spirit.de und auch die 11 Intensivtage mit deinem Reiseführer. Und jetzt ein schönes pinkes Wochenende. Vergiss morgen nicht, www.amazon.de Pablos große Reise zu bestellen. Autorin Miriam Winkler. Wir hören uns nächste Woche. Sing Pink, euer pinkes Medium aus der Kurpfalz.